Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Die Gewerteten stehen mal wieder an. Und zwar diesmal wieder im Fun Run. Drei Sterne, glaube ich, fehlen noch. Denn ist die Qualifikation abgeschlossen. Und wir starten dann in der nächsten Woche in der Silberliga. Da bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Mal gucken, wa? Mal gucken. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Von der Grundvoraussetzung her, drei Siege jetzt noch, drei Sterne noch zu holen. Mal gucken. Matchmaking her ist okay. Vollkommen okay sogar. Oh, ein bisschen was zu beballern haben wir hier auch schon auf der Seite. Schweinebande. Nicht immer auf mich schießen. Gegen das Regelbuch. So. Drehen wir mal wieder ein bisschen ab. Um schön auf Distanz zu bleiben. Denn so funktioniert der Fandor halt am besten. Oh. Eine Massue. So, einfach mal ganz schnell raufgeschossen. So, gleich unsichtbar, wollen wir gucken, ob wir sie auch treffen. Nein. War klar. Aber immerhin versucht. Man hätte ihn da jetzt auch mit 2.000, 3.000 und mehr treffen können. Das wäre sehr geil gewesen. Aber was nicht ist, das ist nicht, wa? So, haben wir jetzt mal noch ein Ibuki. Slava Montana drehen auch schon weg. Doppelbrand auf Slava. Kannst du löschen? Nee, ne? Ein Schiff, das in meinen Augen so ein bisschen überbewertet wird. Die Slava. Ja, einen geilen Sigma-Wert. Ja, schön. Dafür aber irgendwie keine schöne Panzerung. Ein Turm weniger im Vergleich zur Montana. Weiß nicht. Also in meinen Augen ist die Monty da das angenehmere Schiff. Ist zwar ein bisschen schwerer damit zu zielen, weil die Mündungsgeschwindigkeit bei der Montana halt nicht so hoch ist. Aber dafür halt ein Schiff, das auch in mittlere Distanz halt auch mal ein bisschen was einstecken kann, ohne leer unterzugehen. Und ja, Slava ist halt irgendwie weich. Ähnlich wie hier mit dem Thunder, ne? Potenzial ist riesig, klar, im Damage, aber sobald man was einstecken muss. Und hier haben wir wenigstens noch die abartige Abfacke-Chance. Ja, nee, Slava ist so ein Schiff, das ich nicht unbedingt haben muss. Punkte wären zwar da, dicke sogar, aber nee, da warte ich noch. Irgendwann gibt es dann mal ein Schiff, das ich unbedingt haben will. Und dann kann ich es mir dann auch gleich holen. Mal schauen, mal schauen. Wird mal langsam auch wieder Zeit irgendwie, wa, für was Neues. Für ein neues Schiffchen. Mal schauen, was Wargaming sich dabei denkt. Wann nochmal wieder was kommen mag. Aber bis auf die Ohio sind die anderen Schiffe jetzt auch nicht so wirklich geil. Ja gut, die Colbert hat noch was. Das ist halt auch ein ganz besonderes Schiff, das es so auch nicht gibt im Spiel. Und für geübte Hände halt auch eine tolle Alternative, genauso wie die Paolo Emilio. Aber Siegfried? Eigentlich auch noch was für Sammler, oder? Wirklich ernst nehmen kann man das Ding eigentlich auch nicht. Mit dem Schlachtkreuzer Nahkampf fahren, ist ja mit dem Schlachtschiff ja momentan schon sehr, sehr schwierig. Und das Ganze dann auch noch mit einem Kreuzer? Ich weiß nicht. Naja, soll ja auch jeder für sich selber wissen, welches Schiff eben da liegt. Gibt ja auch ganz viele, die zu Recht auch sagen, der Thunder ist ein Scheißschiff. Hat ja auch viele Schwachstellen, das Ding. Aber wie man sieht, auch ja, starke Momente. Nämlich was das Abfackeln betrifft. Alpha-Schaden jetzt gar nicht mal so unbedingt. Das machst du mit dem Conqueror genauso gut. Aber hier ist halt die Ab. Nein! Die Abfahrgeschank hat nochmal höher. Verklickt. Ganz wichtig.
Erstmal defensive Flakfeuer angemacht. Wie die Vögel. Sie mir nicht das Fisch voll, das Schiff voll kacken. So, ja, Mato hat instant gelöscht. Wollen wir mal gucken, ob wir das bestrafen können, ne? Das ist ja mal so ein schöner Conqueror-Moment. Oh mal hier Wesen hat irgendwie dann gleich doppelt abgefackelt. Mal gucken. Oh, schon mal einmal abgefackelt. Ja, fast mit jeder Salve eben Brand halt, ne? Das ist wahnsinnig stark. Das, nein! Dazu halt noch mit der geringen Nachladezeit. Oh je. Kann mir keiner mehr hier die Masseur aufmachen. Das mag ich nicht. Jetzt könnte man eine fette Breitseite von der Yamato kassieren. Ja. Habe ich auch. Eieiei. Oh, das hätte auch mein Ende sein können. Das hätte auch mein Ende sein können. Ganz eindeutig. So, tja, Monsieur. Da. Oh. Bäm. Ganz, ganz wichtiger Kill. Ganz, 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 ganz wichtiger Kill. So, Haaland ist bei uns drin. Da kann ich jetzt aber nicht viel tun. Um nicht zu sagen, gar nichts. Die nervige Ibuki, oder? Ah ja. Minute 30 Sekunden noch. Ah, dolle Leben ist hier nicht mehr vorhanden. Boah, schön. Doppelzieht er mit HE. Ach Mann, ey, und wieder verloren die Runde. Das wart wohl wieder mit dem Stern. Ich glaube nicht, dass ich den hier mir gesichert habe. Ah, Damage war, es ist einfach nur Wahnsinn, was dieser Sandro hier so raushaut. Mal wieder ganz gut gesehen. Ah, ey. Die Bucky sogar noch gekillt mit einer Salve. Nicht schlecht. Joa, von der Sache her. Sehr, sehr starke Runde, wie mit dem Schiff. 175.000 Schaden kann ich mich nicht beklagen. Aber mal gucken, noch ist eine Chance da, aber wird eng. Zeigt der Pilo bloß nicht so viel Breitseite, ey. Und jetzt hier Haaland und nochmal. Ah, müssen halt aber noch ein paar Schiffe jetzt unbedingt raussehen. Giri muss jetzt die Haaland beschäftigen. Macht's so hoch. Ja, Mato dreht komplett ein, um die Haaland mit zu beschäftigen. Sehr schön. Ist jetzt auch dauerhaft offen. Die Enttarnwert von 6 Kilometer, die Haaland. Steuerung des Todes. Aber hat gereicht. Ah ja, Mato ist auch ein tolles Schiff. Mir nur leider zu schwerfällig. Das ist irgendwie nicht so ganz meins. So, und wieder zurück mit der Türme. Dauert einen Moment. Und die Pedro beschäftigen. So, Henri hat ja auch noch ein bisschen Leben. Die muss unten unbedingt cappen. Zeigt bloß nicht so viel Breitseite. Wieso schießen jetzt auf die Yamato? Nicht cool, Dicker. Macht die Pedro erstmal kaputt. Die hat da nicht mehr so viel Leben. Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Warum man da jetzt nicht auf die Petra schießt. Ah, vielleicht ein Torb rein. Ja. Doch, einer ist reingegangen. Schön. Ja, jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus.
Seattle kann da unsichtbar schießen, ne? Perfekt. Mal schön die Pedo nochmal abfackeln. Wassereinbruch kann nicht repariert werden. Das wird knapp. Wird eine spannende Runde. Der Yamato hat jetzt aber auch nicht mehr so viel. Alter Schwede, was hat denn die kassiert? Hat der nochmal von der Yamato was kassiert oder ein Torp? Torp, wa? Ah, jetzt schießt die Ori da hinten auch noch mit. Ah, geil. Cool, haben wir doch mal gewonnen die Runde. Sah ja zwischenzeitlich ganz, ganz anders aus. Was muss hier Ori nur aufpassen, dass er nicht eine Breitseite von der Yamato kriegt. Aber ja, die ist gleich erledigt. Oh, klasse Runde. Seattle hat sich da perfekt positioniert. Um da schön unsichtbar ballern zu können. Cool. So, damit sind wir wieder bei 2 Sternen in der Quali und brauchen nach wie vor 3. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, die Ori hätte sogar den Stern als einziges nicht verloren, wäre es wirklich zur Niederlage gekommen. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt, dass das Team halt auch Sachen macht. Sieht man ja hier, ne? Alle über 1000, man erinnert sogar über 2000. 1-7, 1-7. Starkes Team, coole Sache. Gegnerisches Team aber auch halt, ne? 2 mit 1000 Grund-EP. Die Monty und die Yamato auf jeden Fall. Jo, hat Spaß gemacht. War echt eine spannende, schöne Runde mit viel Schaden. Kann man so lassen, wa? Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.